Hallo, grüßt euch hier auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Wahrscheinlich wundert ihr euch gerade, nicht das Set, wo ihr sonst kennt, Sofaecke, draußen irgendwo, auf irgendeiner Parkbank zum Videodreh. Nee, heute mal an einer ganz neuen Location hier. Und auch ein so spannendes Projekt steht vor uns, wo wir die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte zusammen vielleicht hier verbringen dürfen. Der Kanal ist gewachsen, wir haben immer mehr Ansprüche bekommen, immer mehr ist zu machen auf dem Kanal und es wird einfach auch professioneller, ganz klar. Und deswegen heute einfach mal so ein ganz kleines Video als kleiner Spoiler, wo geht diese Reise auf diesem Kanal hin. Hier sind wir jetzt gerade wirklich noch ganz entspannt in unserer neuen YouTube-Location, wie auch immer es nennen mögen. Ist ein bisschen größer als die alten 40 Quadratmeter, macht auch wirklich Sinn und müssen ja auch klein bisschen was hier tun, zusammen für Videos, für Livestreams und. Und halt vor allem, was mir das Wichtigste war, hier ist halt eine Glasfaseranbindung, wo wir richtig satt Internet haben. Das heißt, Livestreams und Co. gehen hier richtig problemlos. Es halt noch, es ist klar, es ist komplett leer. Es muss hier noch einiges passieren, bis wir hier gemütlich einziehen können. Aber es wird sich mehr ändern als nur die Location, wo wir zukünftig unsere Videos drehen werden. Ich für euch, wie auch immer. Hier werden auch Livestreams gemacht, hier werden Podcasts aufgezeichnet. Klassische Videos aufgezeichnet. Wir werden hier eine klassische Bike-Werkstatt haben. Deswegen war auch dieses Thema Bike-Werkstattbau für mich so ein Punkt, wo ich immer sagte, es kommt viel und es ist viel in Vorbereitung. Und mittlerweile ist auch viel in Vorbereitung. Das werden wir hier alles realisieren können. Ich bin richtig, richtig happy über diese Lage, die wir haben, dass wir einfach hier entspannt Videos produzieren können, ohne irgendwelche Einschränkungen, wo wir sonst vielleicht gehabt haben vorher. Auch noch ein weiterer Kanal wird entstehen ab heute. Heute wird es einen Kanal geben, Björn Kübler, Mein Tag. Dieser Kanal wird sein ein Vlog-Kanal und ein Kanal, wo einfach alles reinpasst, was in diese Bike-Kanäle und Co. und Kochkanal und Co., wo ich sonst noch habe, nicht reinpasst. Übrigens alle Kanäle, die ich so ein bisschen habe, unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut euch einfach mal an und da könnt ihr einfach mal schauen, ob das, das was für euch ist und einfach dann ein Abo da lassen. Aber unser neuer oder mein neuer Vlog-Kanal oder mein neuer Kanal aus dem Leben, Björn Kübler, Mein Tag, soll einfach sein, wo ich ein bisschen mitnehme, auch in den Bereich, wie wird diese Halle hier ausgebaut oder dieser Raum, ist keine Halle, dieser Raum hier ausgebaut. Wie geschieht das Ganze? Ich nehme mich einfach da ein bisschen mit in den Alltag rein. Das werden keine Premium-Folgen werden mit viel Schnitt, sondern einfach nur eine kleine Reise, wo ich euch gerne mitnehmen möchte. Wie hier alles so entstehen wird und wie hier auch Kulissenteile, natürlich die meisten aus dem alten Studiobereich, auch hier wieder einziehen werden. Ich freue mich richtig, richtig drauf. Also, was ich noch eine Frage an euch habe, ganz wichtig, haut mal unten in die Kommentare rein, was wir hier dieser Location für einen Namen geben sollen. Alle YouTuber haben irgendeine Bezeichnung für ihren Studiobereich und den haben sie irgendwie benannt. Haut doch einfach mal hier unten rein in die Beschreibung, was ihr für Gedanken habt, wie der Kanal, wie diese Location für den Kanal heißen soll. Und ich wäre echt gespannt drauf, wie ihr darauf reagiert, was ihr für Ideen dazu habt. Finde ich super, super spannend. Soweit diese Geschichte. Also, Abo da lassen auf dem neuen Kanal, dann hast du auch nicht mehr die klassischen Alltagsfolgen, wo ich, was ich im Leben so alles habe. Hier auf dem Kanal werden nach wie vor ganz genau gleich die Themen bleiben, wie auch immer. In der Woche 4 bis 7 Videos aus der Bike-Welt. Und auf dem Mein-Tag-Kanal wird einfach stehen, was ich so jeden Tag für euch dementsprechend vorhab, was ich mache, ein klein bisschen Alltag-Vlog, als auch ein Podcast-Format wird auf diesem Kanal entstehen. Das hat in den letzten Monaten auf dem Kanal furchtbar viel getan. Richtig, richtig cool. Ich freue mich richtig drauf. Soweit diese kleine Einstimmung in diese neue Zeit hinein. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut.